Und es ist ein Scrolling-Level. Oh, da oben ist sogar was. Das will ich jetzt genauer wissen. Dachte ich es mir doch. Man kann jetzt schon Wetten abschließen, wie lange ich brauche, um diesen wieder zu verlieren. Antwort: nicht bis zum Ende des Satzes. Also nicht bis zum Ende des Satzes behalte ich ihn. Ist ja nicht so, als hätte ich es nicht geahnt. Naja, gibt Schlimmeres. Ich brauch dazu nichts weiter sagen, oder? Zum Glück ist der Hack nicht allzu schwer. Man kann sich ungefähr vorstellen, was ich bei einem etwas schwereren Hack für einen Safe-State-Verbrauch habe. Egal. Machen wir es nochmal ordentlich und lassen den Bildschirm diesmal etwas weiter vorscrollen. Ich finde, es läuft schon wesentlich besser als so ganz am Anfang. Da habe ich ja wirklich jeden noch so einfachen Sprung selbst jetzt gebraucht. Ja. Sobald ich es anspreche, kann es nur noch schief gehen. Und diese Förderbänder sind echt gütig. Also ich meine, da braucht man kaum gegensteuern, so langsam. Das war ein Fehler. So langsam bewegen die einen. Ist das eine Tür? Das war eine Tür. Wie zur Hölle komme ich in dieses Ghost House? Soll das jetzt erklären, wo der Ghost herkommt? Das da unten könnte ruhig mal schneller. Okay. Vermute, hier kommt irgendwann Durchgang. Im Boden. Erstmal hier und fast forward. Okay. Falscher Button. Das kann ich besser. So. Dieses Geisthauseinlage war aber ziemlich zufällig, oder? Das sollte das Ziel sein? Yep. Naja, hat Spaß gemacht. Ich denke, ich unterbreche hier mal und man sieht sich dann beim nächsten Mal mit. Die große Frage, wie heißt es wohl? Donut Plains 1. Macht Sinn, dass das nach 2 kommt. Bis dahin. Tschüss.